Leider nur ein Ghost Bug. Ja. Leider. Scheiße, hier oben war ja nichts mehr. Dann macht es gerade über den Redstone Furnace hier. Sollte ja auch klar gehen. Wir brauchen nur 9 Ingots. 9. Ich will mal gucken, was der aus Mechanismen, wie man den herstellt. Nein, nicht den Konstrukt. Oh, okay. Den Block aus Mechanismen kann man gar nicht herstellen. Also es gibt welchen? Den Copperblock. Ja, musst du auch nicht herstellen. Aber wir brauchen ja einen für einen Controller. Ich habe das einfach über den Kompressor gemacht von Industrial Craft. Ach, stimmt, ja. Ja, den haben wir auch noch. Habe ich nicht gesehen. So, ein Copperblock. So, ich muss jetzt aber mal wieder ein bisschen mein Inventar leer machen. Bin wieder überfüllt. Gewittert das gerade? Ja. Ruhe da oben! Wir wollen schlafen! Moment. Ich hinterfrage es jetzt gar nicht. So. Wir brauchen jetzt Circuits. Das heißt, wir brauchen Redstone. Circuits stelle ich gerade her. Wie viele machst du? Ich habe gerade mal wieder ein weiteres Deck Enriched Alloy hergestellt. Okay, aber Circus hast du noch nicht gemacht, ne? Ich bin gerade dabei. Könntest du mir 4 mitmachen? Klar. Aber gut. Nur wenn du dafür bezahlst. Ich bin, ich schalte mal nicht um. Was hältst du davon? Okay. Stahl war unten am Herstellen, ne? Ja. Boah, ich hatte gerade einen fetten Leck. Wo bist du? Da. Ja, kotz dir aus, danke. Vielleicht kotz ich sie nicht mehr, okay? Wir brauchen noch... So, 2 Steel Casings. Und Glaspane haben wir davon auch über. Ja, genau das wollte ich. Sehr gut gemacht, Dominik. So, machen wir einen Salination Controller. Kannst du eventuell noch einen Dynamic Tank mitmachen? Christian. Ja. Ich weiß ja, dass du gerne mal dich zuhörst. Wo bist du gerade? Hinter dir. Aber ich habe gesagt, dass ich noch 18 über habe. Oh. So, der Controller kommt jetzt einfach da irgendwo hin, ne? Knacken wir den mal schön hier vorne drauf. Dann müssen so. Halt noch die anderen Stellen mit den Blocks. Mit den Salination-Blöcken, ne? Ja. Okay, so brauchen wir noch 5. 5 Stück. Wofür wird denn jetzt 12 benötigt? Hä? Christian? Wir brauchen noch 2 Valves mindestens. Achso, stimmt ja. Ja. Da war ja was. Und zwar brauchen wir die Valves einmal für Water, was eingeführt wird, und einmal für Brine Ausgang. So, ich würde sagen, der Controller steht schon mal. Ihr könnt schon mal reinschauen.
So, Salination Plant. Hate 0, Mult 0, Max 0, Incomplete. Also, ist noch nicht fertig. Also machen wir mal weiter. Dauert ewig, bis man sowas hat, ne? Oh ja. Ich mache uns dann nochmal die beiden Valves fertig. Okay, ich brauche 2. Drei. 6 Circuits brauche ich. 6 Circuits? Ja. Hast gerade noch Glück. Sind die über? Ja. Yes! Wächst aber nicht. Ich hab den Cleaver in der Hand. Kriegst du. Ach ja, Drohungen, der Weg zu allem. Weißt du, ich hatte gerade 9 Stück, aber nein, warte, kriegt noch mehr. Nee, 6. Das reicht eigentlich schon, aber danke. So, 2 Osmium-Ingots, dann mache ich schon mal die Steel-Casings. Bin ja nur gerade dabei, alles aufzubauen mit der Energie hier. Sehr gut. War unglaublich, wie viele Redstone-Eisen man da verballert. Oh ja. Aber Kupfer auch noch. Ach ja, weißt du, was ich jetzt aber auch echt mal sagen muss? Hast du eigentlich schon mal Final Fantasy 13 gezockt oder irgendein Final Fantasy? Nee, aber ich hab's schon oft genug angeschaut. Und? Ich find's eigentlich ganz genial. Ja, es ist auch eine geile Spielserie. Also ganz ehrlich, jedes Final Fantasy kriegt quasi schon mehr von ein Like, weil Final Fantasy. Bin ich ehrlich. Das ist einfach so eine Kultreihe. Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Final Fantasy ist. Also, ich bin da wirklich am Rumschwanken. Welche Final Fantasy-Teile ich ziemlich geil finde, ist einmal... 9 ist ein geiles Game, 4 war geil. 10 ist top, da gab es keinen Kritikpunkt. Und, man möge mich dafür schlagen, aber ich finde auch noch 13 ein geiles Game. Du musst wissen, 13 ist irgendwie so. Ja, wird das. Ich weiß, 13 wird gehatet. Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte mir aber jetzt einmal hier das Let's Play von Peacemeat angeguckt, so Final Fantasy 13. Und. Ich werde. Glaube ich, langsam mal weiß ich, wieso das immer so gehatet wird. Weil scheiße ist? Nö. Das ist wie mit den Modpacks am Anfang gewesen. Das ist anders, das ist scheiße. Normal. Ja, aber da ist es wirklich so, dass wirklich jeder auch denkt, dass es scheiße ist. Ich hatte auch wirklich am Anfang gedacht, dass es scheiße wäre. Bloß, das Einzige, was anders ist, ist halt dieses Kampfsystem. Also, es gibt ja halt diese Paradigmen, dass man halt im Kampf immer wechseln muss zwischen Heiler, Verteidiger und so etwas. Ist was anderes, muss man halt mal zugeben. Und was auch noch anders ist, ist dieses Level-System. Es geht ja über dieses Kristallium. Also, in einem Kampf kriegt man ja so und so viele sogenannte Kristallpunkte. Die kann man in diesem Kristallium einfach einsetzen und kriegst dann, wenn man genug hat, neue Fähigkeiten oder bessere Werte. So, zu diesem Kristallium muss ich mal sagen. War bei Final Fantasy X, wenn man es ja wirklich mal bedenkt, auch nicht anders. Hast du dir Final Fantasy X angeguckt? Oder irgendwie mal gesehen? Also, ich kenne nur Final Fantasy VII. Ja, das ist halt wirklich der Klassiker der Final Fantasies. Final Fantasy VII habe ich zwar schon mal gezockt, aber es ist wirklich nicht so meins. Man möge mich dafür zu Tode flamen, ich weiß, aber es ist halt einfach nicht meins. So, wo war ich dran? Nicht jeder hat dasselbe Game wie der andere. Eben. Ah ja,
wenn man mal bedenkt, dass es Level-System bei Final Fantasy X über das. Siehst du, wie heißt es jetzt nochmal? Ich brauch's dir nicht fragen, ich kenne mich da nicht unbedingt aus. Sphärobrett. Da ging es ja noch über das Sphärobrett. Du hast nach dem Kampf auch Punkte bekommen und wenn du genug Punkte erreicht hast, hast du ein Sphäro-Level erhalten. Kannst dann auf diesem Sphärobrett dich einen Meter bewegen, quasi. Okay. Und konntest dann Sphäroiden einsetzen. Das waren so kleine Kristalle quasi. Mal eine Frage, warum pumpen die Item Dux nicht mehr raus? Item Dux, wo? Warte, ich komme. Bei der Forest Farm. Wohin sollen sie denn pumpen? In die Bevels. Ne? Wird alles nicht mehr rausgepumpt? Warte mal, West. Ah, stimmt, ja. West. Bei mir wird angezeigt, dass alle Pipes auf eingestellt sind. Auf was? Auf Saplings. Wie? Ach nee, stopp. Ich glaube, ich weiß, was es war. Was denn? Eine Pipe ist immer nur so lange frei, solange der oberste Block, Ah, also ja. solange der oberste Block leer ist oder noch zu befüllen ist. Nachdem der jetzt voll ist, lässt die Pipe auch nichts mehr durch. Ja. Ha? Sehe ich nicht gut. Ja, War das nur ist. geraten. Warte mal, kann man. So. Was soll ich was sagen? Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nur eine Stunde aufnehmen, ne? Die Stunde ist schon vorbei. Ah. Machen wir noch bis 10 durch. So. Hast du noch Dynamic Tanks? Nee, ich habe alle hingestellt. Weil ich brauche jetzt noch welche für den Salination Tower. Ja. Ah ja. Ich war ja noch bei Final Fantasy. Das Kampfsystem schön. Man muss sich halt mit anfreunden. Es ist nicht das Beste, muss man wirklich mal lassen. Das war von den Machern von Final Fantasy halt wirklich mal ein Griff ins Klo. Aber wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ist es auch schon wieder ein gutes taktisches, wenn man mal bedenkt. Also ganz ehrlich, so schlecht finde ich Final Fantasy 13 jetzt nicht. Was ich wirklich besonders geil finde, ist an dem Spiel die Story. Das ist nämlich auch was, richtig viele wieder vergessen. Nicht ein Kampfsystem macht die Final Fantasy aus, die Story. Das ist nämlich auch das, was viele heutzutage wirklich vergessen. Wofür braucht man nochmal Plant Ball? Die können wir später zur Biomasse verarbeiten. Nachdem wir jetzt Saplings über haben, können wir die zu Plant Balls verarbeiten, ne? Ich bin schon die ganze Zeit bei. Ach, wie sieht's eigentlich aus? Hast du eigentlich Final Fantasy VII schon mal gezockt oder hast du's? Nee, Oder? ich hab doch vorhin schon gesagt, dass ich kenn's zwar, aber ich hab's noch nie angezockt. Willst du es eigentlich mal zocken? Ich hab's ja auf Steam. Könnte man ja dann über dieses Family Sharing mal machen. Family Sharing, das wäre für mich schon interessant, weil ich habe nicht keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich auch nicht, aber ein paar Kumpels von mir wissen Bescheid, also dann könnte ich dir das Ganze mal erklären. Find's auch irgendwie nicht, dass das geht oder so.